Hallo und willkommen zurück zur Talkrakete mit meinem Gast Tingel. Hi. Tingel ist der Entwickler der Mod Universe Replacer für Kerbal Space Program. Und wir haben jetzt hier dieses kleine Gefährt gebaut und wollen damit nach Minmist fliegen. Und jetzt kommt der große Moment, funktioniert das Ding überhaupt? Wenn es dir nicht um die Ohren fliegt auf Anhieb, bin ich beeindruckt. ja, jetzt hier während der Ladezeit und unserem ersten Versuch könntest du ja mal gerne erzählen. Und ich habe wieder vergessen, meine Uhr zu stellen. Das passiert mir immer. So, weiter geht's. Könntest du ja mal... Ich hab was vergessen. Moment. Nochmal zurück ans Reißbrett. Irgendwie so Landedinger. Strukturdinger. Ach, wie heißen sie noch? Die Dinger habe ich vergessen. Genau, die Dinger. Die roten Dinger. Die roten Dinger. Du hast ja die Mod Universal Placer entwickelt, die sich ja großer Beliebtheit erfreut. Ich denke mal, was viel interessiert, wie war denn da der ganze Entwicklungsprozess? Wie schon in der letzten Folge gesagt, hat es ja als Skybox Replacer angefangen und es war auch relativ einfach, das zu machen. Aber problematisch ist halt, dass ich eben zuerst herausfinden musste, wo sind die ganzen Texturen, die ich überhaupt ersetzen will. Weil es gibt jetzt keine Objekte oder sowas. Oh je. Okay. Das hat nicht funktioniert. Wir brauchen mehr. Ja, mehr. Ich würde sie direkt an den Mittelstück ranmachen, oder? Das ist ja etwas, das haben die mit dem letzten Update hier reingebracht. Ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist, aber wenn jetzt die Rakete geladen wird und die Welt geladen wird, dann erscheint die Rakete nicht mehr sanft, sondern hat so einen Initialwobbler. Okay. Und wird quasi einmal ordentlich durchgeschüttelt. Und um sie hier zu stellen. Da habe ich mir schon viele, viele Unfälle mitgemacht. Okay. Das ist auch sehr ärgerlich, was sie da eigentlich gemacht haben. Aber ich bin guter Dinge, dass unsere Marketingentwickler das noch auf die Reihe kriegen. Ja, zum Mod mit den Problematiken. Ich habe viel Zeit darin investiert, herauszufinden, wo diese ganzen Texturen sind, die ich überhaupt austauschen will. Und weil das ja dann in der Version 2.0 so ein dynamisches Programm geworden ist, wo man alles austauschen konnte, musste ich das eben auch in den Code anpassen und suchen lassen, wo die Texturen sind und sie dann austauschen lassen. Also das war etwas, das hat einiges an Zeit beansprucht. Aber ansonsten Probleme gab es eigentlich keine. Ach, ja, eine Sache. Es ist ja, also nicht am Anfang von Entwicklung, sondern jetzt gerade eben, also vor ein paar Tagen, habe ich fast 2 Tage damit verbracht, zu versuchen, ich weiß nicht, ob es den Leuten aufgefallen ist, die den Mod in der Version 3.2 oder davor benutzt haben. Aber wenn man so an Planeten, die eine zu hohe Texturauflösung hatten, rangezoomt ist und weiter weggegangen ist, so hin und her, dann haben die Planeten so gefunkelt. Also da hat man so Artefakte und Verpixelungen und so ein Zeug gehabt. Und das ist weil kein anisotropisches Filtering oder anisotropisches Filtering, ich glaube, so nennt sich das. Richtig. Und Mipmapping, also dass, wenn man weiter weggeht von der Textur, dass die eben runterskaliert wird und verblurrt wird, also unscharf gemacht wird und sowas. Und das haben die KSP-Entwickler nicht in Texturen eingebaut, die durch den Game Data, also durch den Mod-Ordner geladen wird. Und da habe ich jetzt mehr oder weniger ein Feature in der Version 4.0 reinbringen müssen, dass das macht, als ob es sie nicht gemacht haben. Mhm. Und das hat ziemlich lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie man die Texturen lädt, verändert, also weil man muss sie laden, dann muss man sie umändern und speichern und komprimieren und so ein Zeug und das alles während des Ladens am Anfang. Und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich da den Trick raus hatte, wie das funktioniert. Gab ja auch keine Anleitung oder sowas. Ja. Aber dementsprechend schaut das jetzt echt schön aus.
Ja, du benutzt ja jetzt zum Beispiel den HD-Pack. Wenn du dir Mann anschaust, falls man den irgendwie sieht, wäre vorher so richtig gekrisselt gewesen und jetzt ist es richtig schön geschmeidig weich, sieht's aus und wird immer schärfer, umso näher man hingeht oder irgendein Blödsinn. Also sehr hübsch geworden. Ja, ich habe es mittlerweile nach oben geschafft. Ich bin etwas ungünstig geflogen, das ist dir vielleicht aufgefallen. Ich habe meinen Gravity Turn erst sehr spät angefangen. Das lag aber daran, dass die Solid Booster mich jetzt doch höher gebracht haben, als ich geschätzt hatte. Okay. Dadurch bin ich etwas, ja, sehr stark gegen die Atmosphäre durchgeschrabbelt. Aber wir sind da, wir sind da. Ist alles gut. Ja, hier sieht man Körben, das ist auch übrigens die Textur von dir. Ich glaube, wir sind noch nicht hoch genug, damit das richtig reinblendet unten. Ja, also das mit dem Flackern, ich weiß, was du meinst. Das war zum Beispiel bei Wasser sehr stark auffällig. Also ich habe, das konnte man immer hier an diesen Wasserrändern immer sehr stark sehen. Also bei mir Ja, genau. zumindestens. Ja. Und auch bei Duna und bei beim Mun. Jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich die Szene so hatte, dann konntest du am Horizont immer richtig so wap, die Texturen flattern sehen. Das Ja. war halt sehr unangenehm. Ja, das hast du jetzt gar nicht mehr, weil die Genau. Texturen jetzt mit Mipmapping also neu generiert worden sind. Genau, und noch eine Sache, die auch ziemlich viel Zeit beansprucht hat, aber sich auf jeden Fall gelohnt hat, ist mit der Version 4.0 ist die Speicherbelastung viel geringer, weil vorher war es so, dass eben alle Texturen, die Originalen und die Universe Replacer Texturen geladen worden sind, sie ausgeswappt wurden und dann die alten erst entladen. Und jetzt ist es halt so der Fall, dass sie direkt Stück für Stück, während die alten geladen werden, die also erneuert werden sollen, werden gleich rausgeschmissen und somit kommt es niemals dazu, dass man irgendwie das 2- bis 3-fache an Speicherbelastung hat und weswegen es auch für viele Leute dann abgestürzt ist. Aber das passiert jetzt nicht mehr. Ja, da bin ich ja auch persönlich sehr, sehr, sehr dankbar für, denn also ich bin ja als Mod-Guru verschrien und benutze halt auch sehr, sehr viele Mods. Und also ich bin prinzipiell immer bei der 3,3-Gigabyte-Grenze rumgeschrabbelt und wenn man ja da schon angekommen war, dann war ja klar, dass KSP irgendwann abstürzt. Ja. Ja, jetzt bin ich von da mal eben auf 2 GB runtergerutscht und das erlaubt mir natürlich dann wieder ein paar Mods mehr reinzubringen. Das ist einfach nur super. So. Ich baue jetzt gerade noch einen Parkorbit auf, damit wir uns ganz gemütlich Richtung Minmis aufmachen können. Was vielleicht auch interessant ist, du bist ja zweisprachig aufgewachsen. Ja. Und jetzt kannst du vielleicht auch mal das. Entschuldige, wenn mein Stuhl immer knackt so ein bisschen, aber das ist blöd. Mal so ein bisschen die Sprache aufklären. Und zwar, es gibt ja auch immer so ein bisschen Glaubenskrieg. Wie spreche ich eigentlich die ganzen Dinge aus? Die einen, wie beim Mann zum Beispiel. Die einen sagen Mann, die anderen sagen Moon oder Minmis ich kann es eigentlich anders aussprechen. Vielleicht hast du ja die Okay. echte Antwort. Wie heißt der Mann denn jetzt wirklich? Der Mann. Also es kommt darauf an, wie man schreibt. Man sieht es ja öfters, wie es einfach MUN geschrieben wird. Ich meine, wie wird es denn jetzt in-game geschrieben? MÜN oder MUN? MUN. MUN, okay. Ja, dann wird es einfach Mann ausgesprochen. Ja. Aber manche Leute, oder ich glaube auch in der Wiki oder sowas, steht MÜN und das wird ja im Englischen ein bisschen üiger ausgesprochen, also es wird dann so Mön ausgesprochen, Ja. anstatt Mann. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist irgendwie Skandinavisch oder irgend sowas. Aber ansonsten einfach nur Mann. Moment, jetzt hab ich mir gerade den falschen Planeten angepeilt. Ich will ja nicht zum Mann, ich will ja nach Minmis. Das ist ja das Ding da hinten. Ja. Dann auch mal eine kleine Empfehlung von mir für die ganzen neuen Piloten. Hoppala, was ist denn jetzt passiert? Minmis ist einfacher anzufliegen als der Mann. Denn
Ah, ich, also diese Manövernotes, ich habe da manchmal echt Probleme mit. Denn Minmis verzeiht Fehler. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen härter aufschlagt. Na, überhaupt kein Encounter. Nirgendwo ein Encounter. Da war der Closest. Da fängt's an. Genau. Da war ja die Neigung mit drin. Ah, diese Manöver-Notes, die gehen mir immer so auf die Nerven. Ja, also bin ich jetzt in die richtige Richtung geflogen, ja. Müssen wir noch gucken, dass wir den... Nein, das war ja die falsche Richtung. Ah. Irgendwas mache ich gerade grundsätzlich falsch. Warum komme ich jetzt nicht zum Minmis? Kannst du mir mal sagen, was ich gerade falsch mache? Lass mal von der Schräge anschauen. Ja, die Inclination von Minmis anders ist, ist ja klar. Ja. Die versuche ich ja auch auszugleichen. Ich drehe nochmal ein paar Meter, nicht, dass mir einfach der Mann hier ein bisschen im Weg steht. Machen wir einfach nochmal zweiten Versuch. Na. Ach, jetzt geht die Manövernot wieder zu. So, und jetzt wollen wir noch die Inclination ein bisschen ausgleichen. Aber er gibt mir auch überhaupt keinen Hinweis. Ich mach das jetzt ganz anders. Ach, ich habe mein Tool nicht mit. Mist! Ich habe nämlich noch, vielleicht kennst du es, den Protaktor. Der zeigt dir deine Face Angels an zu den Objekten. Ist das ein Mod oder so? Ja, das ist eine Mod. Die ist sehr schön. Also ich kann mir gerade nicht helfen, ich kriege keinen Encounter hin. Aber ich habe auch gerade extreme Schwierigkeiten mit diesen Manövernotes. Weil egal, was ich mache, mir springt nämlich immer der Closest Approach weg. Da kriegst du langsam was. Da siehst du es da oben. So, wunderbar. Da haben wir unsere Descending Note. Wir müssen ein bisschen aufsteigen. Und jetzt sind wir zwar auf der richtigen Höhenbahn, aber jetzt haben wir wieder einen Sun Escape. Jetzt straft es sich gerade, dass ich meinen Protaktor vergessen habe. Denn ich muss auch sagen, aus dem Kopf weiß ich nicht den richtigen Anflugswinkel nach Minmis. Vielleicht weißt du das, kannst du mir gerade helfen? Nee, leider nicht. Ich bin da echt ein Noob, wenn es ums Fliegen geht. Genau, und ich würde vielleicht dein Orbit ein bisschen verkürzen, dass du vielleicht nur mit der Spitze irgendwie rankommst oder so. Ich versuche gerade die Manövernot zu retten, aber ich habe extreme Schwierigkeiten mit der Manövernot. Oh, was habe ich denn jetzt hier gebaut? Das ist gerade so furchtbar peinlich. Nicht schlimm. Gleich fliege ich zum Mann. Ich glaube, da wärst du einfacher. Oh, warum geht das genau heute nicht? Ich bin so oft zu diesem scheiß blöden Minmis geflogen. Das ist unglaublich. Warum? Immer ich. Ja, wo warst du denn schon überall unterwegs in dem System von Kerbin? Also auf dem Mann habe ich eine Flagge gepflanzt, dann auf Minmus einmal. Ja. Auf Duna bin ich mit einem Rover gelandet. Aber das war's eigentlich. Aber ich muss schon sagen, als ich jetzt die Texturen für die ganzen, also den Celestial Bodies Revamp Texture Pack, das ich gemacht habe, habe ich schon echt Lust gekriegt. Habe ich echt Lust gekriegt, die ganzen Planeten irgendwie wenigstens einen Satelliten oder sowas um jedes Objekt rum zu in Orbit zu bringen. Ja.
mit den schönen Texturen, das hat es echt schmackhaft gemacht, mal wieder raus in den Weltall zu gehen. Das Problem ist, ich kann auch gerade die Manöver-Notes nicht richtig interpretieren, weil die zeigen mir Sachen an, die ich sonst noch nie gesehen habe. Und da ist die Note wieder gelöscht. Okay. Mission Control, we have a problem. Ich gehe jetzt nach zum Mann. Das ist überhaupt kein Problem. Kannst ja zum Mann gehen und dir dann so mit Schwung, also so ein Gravity-Slingshot, kannst ja dann dich nach Minmus katapultieren. Dann bist du ja Ja, dann aus der dann Reichweite muss ich davon oder so. aber so rum ein bisschen kommen. Ja. 300, ja, das ist wunderbar. Schauen wir doch mal. Fliegen wir erstmal zum Mann, damit wir hier nochmal wegkommen. Okay. Ah, was eine Katastrophe. Wer meine anderen Interviewblöcke schon gesehen hat, irgendwie geht immer was schief. Ich habe alles, also sobald die Kamera aus ist, ist alles überhaupt kein Problem. Wenn ich dann die Videos mache, oh, alles kein Problem, fliegen wir halt hin. Aber so geht es immer schief. Gut, ich sehe auch gerade, wir haben schon wieder eine Runde um. Dann machen wir uns auf den Weg zum Mann gleich in der dritten Folge schon. Gut. Und dann wie immer, vielen Dank fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon. Jo, ist dann.